JV Briezen kommen wir. Das stellen junge Gefangene meist in Ausbildung her. Das ist zum Beispiel ein Futterhäuschen mit Maisknödeln, Kerzenständer. Wir haben hier einen CD-Ständer, Beistelltische, die man gleichzeitig, wenn man sie abnimmt, als Tablett benutzen kann. Hier sind noch welche Anhängsel, Pyramiden, Fensterbilder und eine Futterhäuschen. Wer fertigt das? Fertigen tut das junge Gefangene in der JV Briezen. Meistens in Ausbildung. Wir kommen von der JVA Brandenburg an der Havel und verkaufen hier unsere Weihnachtsproduktion aus der Gärtnerei und aus anderen Betrieben. Der Erlös kommt wie immer dem Landeshaushalt zugute. In der JVA Luckau und der JVA Spremberg. In dem Fall haben die Gefangenen der JVA Luckau die Plätzchen für diesen Weihnachtsbasar gebacken. Was passiert mit dem Erlös? Der Erlös wird gespendet. Ja, guten Tag, wir sind von der JVA Cottbus, von der Firma Aramark, und diese Leckereien wurden zusammen mit den Gefangenen aus der Qualifizierung zum Küchenhelfer gefertigt und der Erlös wird gespendet. Dankeschön. Darf ich sie mir wegnehmen? Natürlich. So, da haben wir ja schon gut eingekauft.